Hallihallo und herzlich willkommen bei Trove, einem ja Minecraft-ähnlichen Spiel mit aber auch sehr vielen Action-Rollenspielbeilagen und einfach das Hunten auf Dungeons und das Entdecken, das Craften und das Bauen. So, ich habe in der Closed Beta, ganz früh, so ungefähr November oder Dezember, das Spiel schon mal angezockt, deshalb habe ich einen recht großen Charakter, also zwei eigentlich. Drei sogar. Der Drakolith habe ich hier noch. Und die kann ich nicht mehr resetten, muss ich weiterspielen, bis ich genug Geld habe für die anderen. Aber dann fangen wir sozusagen neu an mit diesen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Knight, den Ganzlinger oder den Drakolith nehmen soll. Aber der Knight ist einfach der am besten solo spielenden Charakter, weil er einfach ein bisschen mehr aushält und vor allem aushalten muss man in diesem Spiel viel. Lasse ich mal den Knight und er ist jetzt noch nicht so hoch. Er ist, ich weiß jetzt nicht, wie man das macht. Ich weiß überhaupt nicht, wie die Steuerung geht. Können wir mal hier schauen. Settings. Ah, da oben steht's. Charakter. C. Er ist Level 8. Hat schon ein bisschen Ausrüstung. Hat hier ein Mount. Und ein Kostüm. Jo. Dann nochmal kurz schauen. Wie tue ich das Reittier ausrüsten? Machen wir mal Inventory. Hier habe ich ein paar Items gesammelt. Bunny Ears. Ist das ein Spezial-Item? Weiß ich jetzt nicht genau. Kann ich wahrscheinlich verkaufen. Airbrusher. Aha. Okay, das Reittier ist gerade nicht hier. Wo ist das Reittier? P. Nein, das sind Clubs. V ist Crafting. Ja, C ist das. Das ist Schneeball. Das ist Bombe, genau. Ah, Reittier ist Z. Ich habe so ein Reittier mal gekauft. ich möchte noch kurz schauen, was wir für ein Ding haben. Wo steht die Anzahl, die wir haben? Steht das hier drin? Ja, 4300. Wir können also bald neu anfangen. Dann nehme ich am besten den Barbar. Der sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Könnte recht gut sein, der Barbar. Wir nehmen die Ice Age dann, oder? Oder wollen wir sparen auf den Piraten-Captain? Ich glaube, ich will den Piraten-Captain. Der hat nämlich so einen Geschützturm. Ich weiß jetzt nicht, wie gut der ist. Wir sparen auf den Piraten-Captain. Weil wir können jetzt jeden Tag hier oben rechts so und so viel sammeln und dann bekommen wir immer einen Bonus und so weiter über. Also, wir haben als Quest haben wir HS 25 Ores. Und das können wir sozusagen machen, um eben ein bisschen Belohnung noch zu bekommen. So, schauen wir mal. Wir haben hier, was ist das, ein Tresor Tricks? Aha. Ich will mal ein paar Sachen reinlegen, wie zum Beispiel diese Spezial-Items. Und ich weiß nicht, diese Items können wir dann mal wegschmeißen oder so. Ich möchte gerne die Bomben noch reinwerfen, die setze ich sowieso nie ein. Bomben. Alle rein. Was könnte ich noch hier drinnen gebrauchen? Porzellankrone. Okay, lassen wir das Zeugs draußen. Ja, also ja,
im Inventar. So, ich habe hier ganz verschiedene Crafting-Sachen, zum Beispiel ein Formizid-Crafting-Bench, das kann man hier drin machen. Ich weiß es leider alles nicht mehr, ist jetzt auch schon ein halbes Jahr her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Hier kann man zum Beispiel Sachen dekonstruieren. Styles. Man bekommt Flux dafür. Mache ich mal das, dann hab ich nicht mehr dieses Items. Die will ich nämlich nicht. So. Propellerhut auch. Die Krone. Und zum Beispiel dieses Face noch. Fungus Friend ist auch ein Hut, ja. Dachte schon ein Haustier. So. Da haben wir noch goldene Seelen, alles Mögliche. Okay, hier haben wir gar nichts. Hier könnten wir zum Beispiel noch eine Kiste craften. Okay, eine Kiste haben wir draußen. Dann denke ich mal, ja, die müssen wir auch kaufen. Nein, nein, danke. Also ein paar Sachen lege ich noch rein jetzt, die man nicht unbedingt braucht. Und die man auch nicht so gut findet, wahrscheinlich. Die gut kann man recht viel finden. Ja, zum Beispiel die sind nur im Halloween-Event wahrscheinlich gewesen. So, den hier noch rein. Shapestone zusammen. Genau. Also können wir loslegen. Also überall auf dieser Welt gibt es solche Dungeons. Und die Dungeon kann man sozusagen erkunden und bekommt dann Boni über. Wir gehen am besten hier in diese Richtung, da sind noch keine Spieler, und suchen mal Erze zum Abbauen. Also in dieser Welt kann man eigentlich alles abbauen. Man drückt Tab, das ist mein Baumodus, und kann mit Rechtsklick eigentlich alles abbauen. Bringt aber nicht so viel, deshalb lassen wir das mal ein bisschen und gehen jetzt hier hoch oder hier runter, genau. Oh je. Wir gehen jetzt wieder nach oben. So Grasblöcke können wir immer wieder sammeln. Und sind im Permafrostgebiet. Aha. Ah, schau mal, hier ist ein guter Dungeon. Ich finde so Jump'n'Run Dungeons eigentlich die besseren Dungeons, als die ganze Zeit irgendwie blöd Monster kloppen. Und in diesem Spiel ist halt einfach so die Erkundung im Vordergrund. Man muss Bosse töten, man muss Erze sammeln und einfach ein bisschen stärker werden. Hä, hier war ein Spieler. Wieso folgt er mich? Ah, es gibt immer wieder Spiele, die folgen mich einfach und nerven dann sich, dass ich alle Monster besiege und so. Ja, dann sollten sie halt nicht mit mir laufen. Also bitte. Wahrscheinlich eben sind so Noobs, die meinen, ja, sie sind zu wenig stark. Und so weiter. Aber wir gehen jetzt hier nach oben und töten mal ein paar Gegner. Ja, der fällt gerade runter. So. Jetzt. Da müssen wir rein und haben hier eine Challenge vor uns. So. Leider ist es nicht so ganz gut gemacht, eben mit den Mitspielern. Die können einfach alles weggreifen. Aber wenn man nicht mehr alleine spielt, ist es eigentlich egal. Hier hätten wir Flammenberge und auch Bunny Ears. Brauchen wir beides nicht.
Jetzt habt ihr oben rechts gesehen, haben wir ein bisschen bekommen von diesen Balken. Und wenn wir den voll haben, haben wir den Tagesbonus sozusagen abgeschlossen. Okay, der bleibt dort. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Man kann hier so ein bisschen schneller noch Ding, aber das nur alle 5, 6 Sekunden. Und was kann man noch? Ja, einfach auf die 1 und die 2 drücken. Die 2 ist so ein Schild. Und die 1 ist ein Angriff. So. Dann schauen wir mal. Slay the Dracolich Lord. Okay. Das ist jetzt zum Beispiel ein Tempel, wo man einen Boss killen muss. Und dann gibt es noch Dungeons, wo man zuerst mehrere Bosse töten muss und am Schluss einen starken. Das sind dann die Elite Dungeons. Außerdem gibt es sicher dann mal noch etwas anderes, aber ich bin noch auf Beta-Stand. Ich habe jetzt wirklich das Game nur. Was ist denn das? Ich habe das Game nur installiert und gestartet und ja, es hat sich viel getan, wie man sieht bei den Charakterklassen. Schade, dass gerade nicht nur so Charakterklassen veröffentlicht werden und mehr Dungeons und mehr Dinge und nicht irgendwas Spiel entscheidend ist oder so. Aber ich denke, die Entwickler wissen, was sie machen sollen, um es ein bisschen spannender zu machen. Ja, ich will mal schauen, ob es irgendwas Neues dann gibt. So, hier haben wir Fallen. In einem Dungeon sind natürlich auch Fallen. Hier könnten wir wieder kämpfen. So, bekommen eine Truhe dafür über. Mit wieder Schrott. Mal kurz die Audio ein bisschen runterstellen. So. Das ist ein bisschen angenehmer für die Ohren. Aua. Ich sollte nicht drüber laufen. Drüber hüpfen. So, haben wir jetzt ein Spiel? Nee, nein, das Spiel ist also wieder zurückgegangen. Das ist gut, nett von ihm. Wenn er schon sieht, es wird hier schon gekämpft. Es gibt natürlich auch ein Party-System, also wenn ihr mal mitmachen wollt, könnt ihr mich gerne anschreiben, dann können wir mal zu zweit ein bisschen kloppen. Und ja, dann kommt man auch schneller natürlich vorwärts. Muss mal schauen, wie man alleine recht vorwärts bekommt. Ich bin eigentlich immer zu zweit. Habe ich ein bisschen gespielt, aber nur relativ wenig, weil Mega Coolman, der mit mir gespielt hat, hat ein bisschen Probleme mit dem Spiel gehabt wegen Performance, weil er nicht so guten PC hat. Dann habe ich es auch dann mal gelassen. Und jetzt bin ich froh, dass ich wieder Let's Playe und dass ich das Spiel wieder gefunden habe. So. Dann weiter nach oben. Scheinbar ist es dann bald der Boss hier irgendwo. Dann kann ich auch mal die 1 anzeigen. Ist das der Boss? Aha, das ist so ein Rush. Gut. So, Boss besiegt. Und jetzt haben wir hier eine Tiara. Auch viel Schwäche. Schade. Wir müssen wahrscheinlich in ein höheres Gebiet. Wieso können die zu mir teleportieren jetzt schon wieder? Du hast halt den Tempel verpasst. Das ist wahrscheinlich ein Premium-Item. Also die Premium-Items sind hier in diesem Spiel leider sehr, sehr überteuert und recht frech gegenüber den Nicht-Bezahl-Spielern. Aber ja, gut. Vielleicht kann man sich auch anders irgendwie ein bisschen zu den Spielen teleportieren.
Aber wenn ich dann mal den Shop aufmache, dann wird es einem eigentlich schon recht übel, was man da alles kaufen kann. Das ist einfach so ein Spiel, wo man einfach meint, die Leute, die bezahlen, die haben alles Vorteile. Also es ist ein richtig Pay-to-Win-Spiel. Aber man kann es natürlich auch ohne spielen. Das ist wahrscheinlich der dunkle Lord. Aber jetzt habe ich das Schild noch aktiviert. So, den haben wir auch besiegt. Und hier haben wir jetzt eine Kiste. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich greife manchmal an, wenn ich nicht die Tasten drücke. Oh, das ist doch mal etwas schön, eine Pickaxe. Aber minus 31 Damage. Die werden wir verklunken, also kaputt machen. So, jetzt sind wir wieder am Anfang. Jetzt haben wir ja schon einen großen Fortschritt. Jetzt kann ich mal die Erze suchen. Kann ich die Erze zeigen? Da vorne ist zum Beispiel ein neues Grundstück. Da kann man eigentlich immer die das Zuhause wieder hin platzieren. Kann so das Gebiet sehen. Also ja, dass ihr wieder hier startet, wenn ihr sterbt. Und refreshen kann man hier. So, Robotic Savage machen wir rein. Ein Herzchen. Luke of Love. Hier kann man zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie das geht, wenn man jetzt da das reintut. Da kann man irgendwie. Ah, verstärken, okay. Ja. Ich möchte aber jetzt kurz der Constructing Table. Der Constructing da. Hallo? Jetzt. So. Herzchen speichern. Man kann dann irgendwie die Skins auch wechseln. Weiß jetzt nicht genau wie. Also, dann nehme ich mir mal die Ding weg. Das Schild. Und das Face. Ja, kann ich alles mal wegmachen. Und schauen. Nein. Ich will rüberziehen. So, rüberziehen. Genau. Das kann man hier stärken. Ja, werde ich. Kann noch ein bisschen verstärken. Und nochmals. So, dann haben wir ein starkes. Hier kann man auch noch ein bisschen erhöhen. So, und hier auch. Jetzt haben wir alles auf Maximum gemacht. Weil ich ja sowieso genug von denen habe. So. Dann sind wir auch ein bisschen stärker. Und jetzt muss ich eben die Erze finden, aber die sind doch eigentlich manchmal auf der Oberfläche. Aber wieso finde ich denn nichts? Hier hätten wir noch irgendwas im Tempel. Und wo denn sonst noch? Da in dem waren wir ja. Ah, hier ist zum Beispiel ein Erz. Können wir mal abbauen, nicht aufbauen, abbauen. So haben wir gleich recht viel. So, dann können wir den abkloppen. Was ist denn das? Den nehme ich ja mit. Da ist noch einer gewesen. 12 von 5. So, jetzt. Aber das ist eines der also den häufigen Erze. Ist jetzt nicht unbedingt so speziell.
Da ist wieder so ein Cave, ein eine Rau, also so ein, was ist das, ein Wühler. Ein Yeti. Aha. So. Jetzt haben wir das auch bekommen. So. Und jetzt haben wir ganz viele Quests gelöst, links unten, weil wir die Sachen schon gemacht haben. Ja, hier haben wir einen Dungeon. Schauen wir mal den Dungeon an hier. Hier müssten wir irgendwie nach oben kommen. Oh, das schießt auf mich. Boom, boom. Und jetzt müssen wir hier runterkommen oder was? Da ist nichts. Vielleicht nach oben hier. So. Was ist das? Kommt ein Stern ab. Der bringt aber nichts. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich hier machen muss. Aber ich bin immer noch im Baumodus. Und vielleicht muss ich den töten. So, hier rein kann man irgendwie auch nicht. Hier? Nö. Okay, dann ist es wahrscheinlich nur so ein irgendwas. Gut, dann gehen wir hier rein. So ist eigentlich das Spiel, also die ganze Zeit diese Dungeons zu machen. Die sehen alle so cool aus, die Items. Den Charakter zu stärken, neue Items zu finden, sie umzugestalten und so weiter. Wer sich da ein bisschen besser auskennt, darf mir gerne ein paar Sachen nennen, die gut sind an diesem Spiel. Und ja, im Allgemeinen ist es ja nicht schlechtes Spiel. Einfach, es ist halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Spiel, was man halt einfach zwischendurch einmal ein bisschen spielt oder so, weil es halt auf längere Sicht mir vor allem nicht so viel Spaß macht. Aber ich werde es natürlich gerne weiter Let's Playen. Also ja, eine Folge wäre ja schlecht. Mir macht es Spaß, das sehe ich jetzt. Und so 10, 20 Folgen werden sicher. Kommt darauf an, wie es euch gefällt. Und ja, wenn ihr, wenn ihr es gut findet, dann dürft ihr gerne nennen, ob ihr weitere Folgen sehen wollt und alles Mögliche. Also bin mal gespannt. Ich mache gerne Projekte, die relativ erfolgreich sind, wie zum Beispiel jetzt vom Champions of Regnum, recht erfolgreich. Wird auch viel geliked und so. Das sehe ich, die lieben Zuschauer mögen das, haben das sehr gerne. Und ich muss es dann natürlich weitermachen. Dynamik-Dekelvinator. Nehme ich auch mal. Also, jetzt gehen wir nochmals. Gehen wir mal in ein anderes Gebiet, aber haben gleich hier nicht ein anderes Gebiet. Schade. So. Am besten gehen wir jetzt wieder zurück. Kann man da irgendwie. Liked Worlds. Wahrscheinlich die, die ich mag von den Spielen oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie man zurückkommt. Aha. Okay. Machen wir hier noch ein paar Dungeons, bis der Part fertig ist. Also diesen Dungeon können wir noch machen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Mal schauen, wie so dieses Spiel ankommt bei euch. Und eben, wie gesagt, ich mache das Let's Play gerne weiter. Ich will es ja nicht anfangen und merken, oh, das Spiel ist schlecht und so weiter.
Und wenn ihr eben Fragen habt oder eben Wünsche habt oder sonst irgendwas, dann dürft ihr das natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben. Dürft auch etwas wünschen, dürft Vorschläge einbringen, alles Mögliche. Dafür bin ich sehr frei in meinen Projekten. Es ist sehr rutschig hier. Sehr rutschig. So, haben wir auch geschafft. Also hier ist es noch sehr leicht. Ich habe es sehr extra genommen wegen dem Auftrag. Also, ich mache jetzt hier noch fertig den Award oben und dann schalte ich auch ab. Und wir sehen uns danach in der nächsten Welt wieder, im nächsten Schwierigkeitsgrad. Da findet man dann auch blaue Items, die ich ja schon ausgerüstet habe. Und jo, bedanke mich fürs Zuschauen und eben bis zum nächsten Part. Tschüss!